Moin Leute, herzlich willkommen zu. Jetzt fehlt gerade die Musik. Na super, eine ganz klasse. Scheiße. Oh, warte mal. Q, A, X und R. Das muss ich mir mal merken. Okay, warte mal. Q und A. Ja, okay. Leute, herzlich willkommen zu The Battle of Yavin. Ein Star Wars Fangame. Ja, ich nach Star Wars The Ultimate Battle. Packe ich noch mal eins aus. Er hat wohl bemerkt, hat Bruno R. Markus zwei Spiele programmiert oder gemacht, meine ich, von Star Wars. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht auch mehr. Es ist ja auch schon ein bisschen her. Ich meine, 2004, wie alt muss der Typ jetzt mittlerweile sein? Seine Seite ist verlinkt und ja, wie gesagt, das Spiel ist aus dem Jahre 2004 und ein Star Wars Fangame und ich finde es mega cool. Deswegen werdet ihr gleich sehen. The Battle of Yavin heißt der erste Teil. Ich glaube, der hatte noch The Battle of Endor. Aber wir starten jetzt einfach mal. Und ich skippe das jetzt einfach mal ganz, 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 ganz schnell. Weil, ihr wisst ja, diese Einleitung, die Star Wars Musik. Das gibt wieder Schwierigkeiten und wir gucken uns einfach mal die Vorschau an. Ist das nicht cool? Wie sie alle zum Todesstern fliegen. So, und da sind wir auch schon. Ich sollte eventuell nochmal. Kann ich irgendwie die Musik, den Sound ein bisschen leiser stellen vielleicht? Das ist mir ein bisschen zu laut, aber egal, werde ich danach irgendwie dann nochmal im Video anpassen. Egal. Muss ich mit klarkommen jetzt. So, und zwar, sind wir in dieser Ego-Perspektive, ja. Und hier kommen jetzt auch schon ganz viele TIE Fighter. Und wir müssen halt jetzt hier ja, alle erstmal erledigen. Es ist so eine Raumschlacht, ne? Zack. Level 2, Stage 1. Es gibt halt Punkte. Und wir müssen jetzt hier gucken, dass wir jetzt so weit. Oh, ist echt verdammt laut. Wir müssen jetzt hier gucken, dass wir, ja, alle Gegner, die hier auf dem Radar sind, abschießen. Und ich finde, für so ein Fangame ist das schon relativ nice. Ne, also da kannst du echt. Scheiß, bin unter Beschuss. Da kannst du echt nicht meckern. Ich würde ja jetzt gerne Boost nehmen, aber ich habe, glaube ich, keinen. Ich finde, das ist wirklich von der Engine her, wie Marker das wohl gemacht haben. Ach du Scheiße. Vor allen Dingen, es lässt sich auch noch gut steuern. Es ist wirklich, ich sag mal, auch für Anfänger, es ist kein schweres Spiel, auf jeden Fall nicht. Ich komme auf jeden Fall mit klar. So. Oh, hier wird jemand verfolgt. Und ich kassiere gerade echt ganz schön. Irgendjemand ist hinter mir. Muss ein bisschen aufpassen, ne? Kann ich irgendwie rausscrollen? Ich glaube nicht, das geht nicht, ne? So, wie gesagt, wir müssen jetzt hier erstmal alle Gegner erledigen. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier sonst noch machen soll, außer Punkte sammeln und Gegner erledigen. Das Level dauert bestimmt ein bisschen. Ich weiß aber allerdings auch nicht, ob ich jetzt hier im Spiel speichern kann. Wäre zwar schon ganz geil, aber. Ich weiß nicht, ob das geht. Ach du Scheiße, wie viele TIE Fighter. Hohoho, ist das cool. Zack, bumm. Da ist noch einer. Die Planeten in dem Hintergrund sind auch ziemlich geil. Ich werde jetzt, wie gesagt, einfach hier mal so ein paar Gegner erledigen. Ach nee, ich glaube, ich muss den. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss den Sternzerstörer angreifen. Sind das beides feindliche? Hä, lol. Leute, ich raff jetzt überhaupt nichts mehr.
Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich bin gleich kaputt. Ich bin gleich kaputt, Mayday. Ah, ich glaube, die müssen wir kaputt machen, ne? Hätte ich vielleicht gleich mal vom Anfang an aus machen sollen. Aber jetzt ist es schon wieder zu spät, glaube ich. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Zwei Stück. Ich gebe mir jetzt einfach mal Mühe, dass ich die jetzt irgendwie noch down kriege, aber ich glaube mal nicht, dass ich das irgendwie auf die Reihe kriege. Obwohl, der eine blinkt schon. Das deutet doch darauf hin, dass der kurz vorm Krepieren ist, oder? Doch, kaputt. Sehr nice. Au, 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 au. Ich fliege jetzt einfach mal unter durch. Ah, nee. Scheiße. Da bin ich zerschellt. Aber die Animation ist auch richtig cool, oder? Ah, jetzt habe ich nur noch ein Leben. Das hätte nicht sein müssen. Alter, wie viele Leben hatten denn noch? Bist du verrückt? Bist du verrückt? Einfach mal ein bisschen draufballern. Ja, sorry, Leute, ich kann nicht vernünftig kommentieren. Das Spiel ist einfach so arschlaut. Ich höre meine eigene Stimme kaum noch. Oh, wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast. Ich glaube, er explodiert gleich, ne? Ja. Sieht fast danach aus. Alle Mann in Deckung! Lol, jetzt ist ja geil, guck mal. Jetzt fliegen wir alle zum Todesstern. Alle Mann zusammen. Oh, der hat mich fast geschliffen. Was passiert jetzt? Jetzt fliegen sie. Ja, genau, jetzt geht's auf den Todesstern weiter, oder was? Kann ich auch irgendwie speichern? Kann ich irgendwie... Ich weiß es nicht. Stage 2. Wie episch das aussieht. Warte mal kurz. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kann nicht speichern. Aber es ist trotzdem voll cool. Ich mit meinen ganzen Kollegen hier. Aua! Aua, 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 aua! Aua, aua, aua! Rein theoretisch muss ich ja jedes Mal bis wieder von vorne von neuem anfangen, oder? Oder speichert sich das automatisch, wenn ich jetzt Leben verloren habe, dass ich hier weitermachen darf? Wäre natürlich optimal, ne? Ey, das ist ja richtig krass schwer. Die halten auch so viel aus, die Gegner. Wie findet ihr das Spiel? Kann jetzt hier auch den Radar ausstellen? Habe ich gerade meine Pistolen? Oh, ich kann noch zwei Okay. Habe ich da irgendwas geändert jetzt? Tatsächlich. Ich kann umstellen, ob ich mit einem schießen soll oder mit zwei oder mit vier. Schaut mal. Macht natürlich mehr Schaden dann, ne? Mit allen vieren, denn natürlich. Das bringt natürlich dann mehr. Ich meine, warum nicht, ne? Jawohl, guck mal. Wie viel Schaden ich mache. Aber keine Gegner weit und breit, ne? Können seelenruhig alles hier zerstören.
Gut gemacht, Leute. Ich find's echt geil, hier mit den ganzen anderen rumzufliegen. Das macht schon Bock. Bin ja echt gespannt, jetzt geht's weiter. Ich bin ja echt gespannt, wie wenn ich jetzt hier drauf gehe, was jetzt dann passiert. Weil ich habe ja nur noch ein Leben. Wie viele Stages gibt es eigentlich in dem Spiel? Normalerweise müsste ich ja halt eigentlich das durchspielen, ne? Müsste ich dann im ganzen Stück aufnehmen, aber bei dem lauten Sound, ich habe bald einen Hörschaden. Oh, lol. Guck mal, hier sind jetzt ganz viele TIE Fighter, die kommen jetzt uns entgegen. Scheiße. Boah, ich mache aber schon krassen Schaden. Nein, der ist immer reingeflogen. Alter, wie episch. Null Leben. Okay, das ist ein Spiel, wo man noch drittes Leben so gesehen hat. Das Nuller Leben. Boah. Das ist so episch, das Spiel. Vor allen Dingen diese dynamische Kamera hier. Das ist richtig cool. Ich glaube, ich sollte in Zukunft öfter mal so Star Wars, Starfighter Spiele spielen. Da gibt es ja auch viele von. Ich denke mal schon, dass die mir Spaß machen werden. Mit Sicherheit. Ich muss aber weiterhin konzentriert bleiben. Dass ich jetzt hier alle Türme wegnehme. Au, 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 au. Shit. Wow. Ist einfach zu geil. Jetzt habe ich den Turm abgeschossen. Der muss auch noch dran glauben. Ey, das ist so geil. Das macht richtig Spaß, Leute. Das Spiel ist auch nicht zu schwer. Ein Schuss und bam. Der TIE Fighter ist weg. Und da könnt ihr mal sehen, die können auch in einen reinfliegen, ne? Das muss ein Haufen Arbeit gewesen sein, das Spiel. Warte, ich habe ich auch. Weil du verlierst dir so viele Leben. Das ist sowas von krass. Ah, ich skill mich hier schon durch irgendwie. Komm schon. Komm schon. Power. Power, power, power. Hä, wo habe ich denn jetzt das Leben schon wieder her? Ich hatte doch nur noch ein Leben. Also null. Wo irgendwie wieder ein Leben erhalten war. Mir irgendjemand ein Leben geschenkt. Wo sind eigentlich meine Kameraden? Meine Leute? Ich sehe so wenige. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist so schwer. Ich frag mich ja echt, wie viele Level das Spiel hat. Oh nö, ich will nicht sterben, Leute. Oh nö, och nö. Ich war so weit. Ist ja wohl ein schlechter Witz, oder? Aber ich habe gespeichert. Ich muss es Gott sei Dank nicht nochmal ganz von vorne machen. Komm schon. Sehr nice. Geschafft. Ja, und nu? Hab doch alles. Oder etwa nicht. Ah, ne. Hä? Ne, Quatsch. Da hinten ist nix, ne?
Dann auch gerade überlegen, ob ich wirklich eine Let's Play daraus mache oder ob es halt ein angezockt wie sein wird. Ich würde es ja echt gern durchspielen, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Jetzt muss ich alle TIE Fighter erledigen, oder was? Aua! Habe ich irgendwas vergessen? Das kann doch gar nicht sein, oder? Die kommen doch unendlich, oder? Ich kann doch da gar nichts machen. Oder buggt jetzt irgendwas? Ich glaube aber, ich muss alle besiegen. Aber es kommen immer wieder neue. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ergibt doch keinen Sinn. Aber es werden immer weniger, oder? Habe ich so das Gefühl auf jeden Fall irgendwie. Hinter mir ist einer. Hilfe! Ich stürze ab! Oh nö. Ich glaube, ich hätte alle erledigen müssen. Und auf jeden Fall mal weniger. Aber das war's. Game over. Schade. Schade. Ich frag mich echt, wie viele Level das gibt. Oder ja, wie viele Level das Spiel hat. Vielleicht, ich bin mir jetzt nicht, ich bin mir mega unschlüssig, ob ich das jetzt nochmal beim nächsten Mal weitermache. Also noch einmal versuche. Oder ob es sie mir zackt wird. Oder ja, ob ich es. Ja, keine Ahnung. Seht ihr ja dann. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.